Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, unsere Arbeiterwohlfahrt hat im vergangenen Jahr und zu Beginn dieses Jahres viel durchmachen müssen. Und ich rede nicht über Corona. Einige Vorfälle bei unseren Gliederungen in Frankfurt am Main, Wiesbaden oder Thüringen haben die Mitglieder, ehrenamtliche Mitarbeitenden bei der AWO, aber auch die Öffentlichkeit erschüttert und wütend gemacht. Zu Recht. Darüber wurde und wird in den Medien ausgiebig berichtet. Das ist gut so. So schmerzhaft und unerträglich die Vorfälle für uns sind und waren, so stolz sind wir über die Gegenmaßnahmen, die eingeleitet wurden, um den Missständen Einhalt zu gebieten. Denn sie zeigen, wie stark die Menschen innerhalb der Arbeiterwohlfahrt sind, nicht nur in guten Zeiten, sondern gerade auch in sehr schwierigen. Das sind zum einen die Mitglieder, die sich engagieren und zusammenschließen, um demokratisch über Wahlen in den Führungsgremien für die notwendigen Veränderungen zu sorgen. Das sind zum anderen die Ehrenamtlichen in den Aufsichtsgremien, die sich für die Arbeiterwohlfahrt, ihre Arbeiterwohlfahrt einsetzen und bereit sind, steinige Wege einzuschlagen, die sich mit Kopf und Herz um die AWO kümmern, damit diese weiter für die Menschen da sein kann, die auf sie angewiesen sind. Und nicht zuletzt sind da die Mitarbeitenden und natürlich auch die neuen Geschäftsführungen, die in vielen, vielen Stunden für ihre AWO vor Ort kämpfen, mühevoll vergangene Geschehnisse aufklären und dabei zeigen, wofür die Arbeiterwohlfahrt wirklich steht. All diesen Menschen, es sind viele Namen in Frankfurt, Wiesbaden, Erfurt und anderswo, möchte ich aus ganzem Herzen Danke sagen. Danke, dass ihr euch für die AWO einsetzt. Einige Menschen haben uns und unseren Einsatz für das Miteinander mit Gier und Eigennutz geschadet. Gemeinsam räumen wir diese Steine aus dem Weg und machen weiter. Für die benachteiligten und bedürftigen Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde der AWO, bleibt gesund. Vielen Dank.